Freiburg-Basel ICE nach Basel-Bayerischer Bahnhof. Information: Du fährst heute den ICE von Basel nach Basel SBB auf dem Teilstück von Freiburg-Breisgau nach Basel-Bayerischer Bahnhof. Dich erwartet eine ruhige Fahrt ohne Zwischenhalten. Fahren Sie den ICE nach Basel. Circa 30 Minuten. Spricht halt einfach. Damit nochmal miteinander und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video. Ja, von uns die Jenkos mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz, heute zurück im Transmotor Classic auf der Strecke Freiburg-Basel. Und wir fahren heute den ICE 1 von Freiburg nach Basel. Und so ungefähr 30 Minuten gehen. Würde auch sagen, wir fangen auch gleich an. Vorab, das ist diesmal ein ICE. Ihr werdet es nicht glauben. Ja, von VR. Da habe ich mal getraut, mit dem zu fahren. Wir machen erstmal die Türen auf. Ist gar nicht PZB SIFA, das ist das. Funktioniert hier eigentlich nicht, ne? Das ist anders. Ja, gut, unsere Schiene ist noch nicht geladen. Ach, jetzt ist sie geladen, sehr schön. Ja, wir haben so einen Richtungswähler nach vorne. Ja, wie gesagt, SIFA PZB können wir nicht einschalten. Zumindest weiß ich nicht wie. Also wenn einer es weiß von der VR-Version, sprich, also der ICE ist halt hier mitgeliefert auf der Strecke. Ja. Dann kann er es mir sehr gerne mit unten in die Kommentare reinschreiben, dass ich fürs nächste Mal Bescheid weiß. Also das heißt, es wird eine komische Fahrt. So, genau, wie gesagt, wir stehen hier in Freiburg. Abfahrt ist hier um 15:01 Uhr. Also das heißt, wir haben jetzt noch 2 Minuten Aufenthalt und unser nächster Halt und unser letzter Halt dafür ist dann schon Basel, Basel-Stadt Bahnhof. Ungefähr um 15:43 Uhr. Haben 57 Kilometer auf der Uhr. Ja, gucken wir uns hier mal um. Ah, hier kommt auch noch ein RKI eingefahren. Sehr schön. Auch mitgeliefert. Der Steuerwagen ist auch fahrbar. So. Gut. So, ein paar Bilder. Dass ich hier noch ein schickes Thumbnail hinkriege. Ja, und gucken wir uns hier mal um. Wir fahren ja jetzt in Videoform hier noch nicht unterwegs, aber als Livestreamer. Ja, im Livestream waren wir schon unterwegs. Wir fahren IC1, wie gesagt, sehen wir eben halt hier an das Bordrestaurant, wo hier oben eben halt noch diese Fenster sind. Genau. Und dass hier jeweils einer Antriebslokomotive mit dabei ist. Genau, Strecke ist von Aerosoft, müsste es sein. Genau, hier kommt auch nochmal eine Regionalbahn rein. 301er. Genau, das sind ja die zwei Züge, die hier mitgeliefert werden. Auf der Strecke. So. Ja, Freiburg in Deutschland. Basel ist Basel nicht in Tschechien? Ich glaube, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Österreich? Nee, ist das nicht. Basel ist nicht Österreich. Ich glaube, Tschechien müsste das sein. Ah, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, gerne in die Kommentare. Geografie 6 sage ich nur dazu. So, gut. So, dann dürfen wir gleich abfahren. Dürfen wir gleich raus mit 120, vielleicht da vorne 350 Metern oder 150 beschleunigen. Ich weiß gar nicht, wie schnell wir überhaupt hier auf der Strecke fahren dürfen. Was hier die Höchstgeschwindigkeiten sind. Aber auch das werden wir alles sehen im Laufe des Videos. So, gut. Das ist ein Karriere-Szenario, das ist auch ein Standard-Szenario von der Strecke. Und genau. So, gut, ich beschleunige. Dann geht's erstmal los. Also so Sound von der VR-Version ist ja nicht schlecht, also hört sich ja ganz gut an. Ich finde es eben halt schade, mit der AFB, die funktioniert. Kann man nochmal 120 stellen. Ich hoffe, die greift auch. Oder zumindest vorteilhaft. So. Aber was ich mir schade finde bei der VR-Version, SIFA PCB funktioniert halt nicht, aber naja, es ist auszuhalten. So, meine Ruhe los, meine Ruhe runter hier. Das zeige ich den Einfluss. Ja, den Einfluss hier auf diese Strahlung. So, gut. Und dann lassen wir mal jetzt Freiburg. Das sieht ja jetzt noch Gleisverfeld hier. AFB kann ich schon auf 150 stellen. Ein bisschen, ich glaube, 12 oder 13 Wagen haben wir und fast 1000 Tonnen, die wir hier bewegen. Also, das ist schon ordentlich. So, was haben wir hier?
Anstellung hier für das Bus oder allgemein für Regional. Aber was ja auch relativ auf der Strecke fährt, weiß ich nicht. Also der ICE 1, ja, das ja, weiß ich, weil er immer von Hamburg fährt. Oder von Hamburg-Altona meistens. Oder von Basel nach Hamburg. Gibt es ja eine ICE-Linie, da sind eben halt auch hier die ICE-Einzüge auf der Strecke mit unterwegs. Beziehungsweise. Geschätzte Fahrgäste, das Zugteam begrüßt Sie im Namen der Deutschen Bahn an Bord dieses ICEs nach Basel SBB und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt: Basel, Badischer Bahnhof. Chers voyageurs, le personnel d'accompagnement vous souhaite au nom de la Deutsche Bahn la bienvenue et un agréable voyage au bord du ICE à destination de Bâle CFF. Prochain arrêt: Bâle, Badischer Bahnhof. Ladies and gentlemen, train crew welcomes you on behalf of the Deutsche Bahn on board of the ICE going to Basel SBB and wishes you a pleasant journey. Next stop, Basel, Badischer Bahnhof. So, sehr schön mit Ansagen. Drei verschiedene. Deutsch, weiß ich, ob das Tschechisch war, Österreichisch war, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wo Basel liegt. Jetzt müsste ich in Deutschland. Und Englisch, na, ist das sehr schön. So, die AfB, die greift natürlich nicht an, also deshalb kann man die auch ausschalten, braucht man nicht. Aber schon irgendwie klar, fällt mir die Schale, aber naja. So ist es halt. Kann man nicht ändern. So. Weiß ich ja gar nicht, wo ich stehen geblieben war. Ach, egal. So. So, ich hoffe, es gefällt euch, dass jetzt jeden Mittwoch ein TSV3-Video gibt und jeden Sonntag jetzt ein TS-Video, also Train Simulator-Video gibt. War ja vorher anders, das war ja 14-tägig und hat sich dann abgewechselt. Und jetzt habe ich das wird ja gut gefeiert und sehr oft nachgefragt, vor allem so im Livestream und so fragen echt viele danach. Dass es vielleicht mal mehr Train-Simulator und mehr TSB3-Videos geben könnte. Und ja, habe ich mir so überlegt, dass es eben jeden Mittwoch jetzt um 16 Uhr ein TSB3-Video gibt und jeden Sonntag um 16 Uhr ein Train-Simulator-Video gibt. Und eben halt die ganzen Livestreams halt, ne? So. Also wir müssen mal runter auf 110, dürfen dann aber auch gleich wieder beschleunigen auf 160. So. Sehr gut. Aber schon ruhig der ICE. Fehlt eben nur die SIFA PZB, weil wenn wir die PZB hätten, dann könnten wir auch mit der LZB fahren. Die AfB funktioniert zwar so semi, aber schlägt halt nicht an. Das ist eben halt der Nachteil. Aber naja, gut. Man kann ja nicht alles im Leben haben. Aber ich wollte mal den ICE 1 der VR-Version wollte ich mal ausprobieren. Hätte auch den ICE 1 von 3D-Zug nehmen können. Oder von DTG. Da funktioniert glaube ich einer von DTG. Da müsste die AfB, PZB und die SIFA funktionieren. So wie auch die LZB. Ich glaube. Aber ich wollte heute mal die VR-Version ausprobieren. Ist natürlich auch praktisch für, halt für Leute, die eben halt hier überlegen sind, eben halt ja, sich die Strecke jetzt kaufen zu wollen, dass sie dann eben halt auch gleich das Rollmaterial kennenlernen, was funktioniert und was nicht funktioniert und so weiter und so fort. Na, finde ich dann auch natürlich vorteilhaft. Ist mit dem Leistung auch viel gefragt. Letztens im Leistung auch wieder, kannst du mal die Strecke bei Basel zeigen, was ist mitgeliefert an Rollmaterial und so weiter und so fort. Ja, genau. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, die Livestreams, die Train Simulator Livestreams oder TSW 3 Livestreams, dann könnt ihr auch sehr gerne natürlich den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos oder Livestreams zu verpassen. Also da kriegt ihr dann eine wunderbare Benachrichtigung von YouTube. So, und wir dürfen jetzt auf 160 beschleunigen. Dann wollen wir mal Gas geben. DTG-Version von IC2. Aber das ist ein IC1 von VR. Laut Beschreibung zumindest. So. Will man jetzt halt Q oder Ente auf Lampe drücken wegen der SIFA? Aber ja, das ist schon komisch, schon merkwürdig.
naja. Kinderschule. So, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es in Realität aussieht, wenn die ATB nicht funktioniert. Ich glaube, dann darf man auch nur 160 fahren. Man darf dann, glaube ich, gar nicht viel schneller. Man darf dann, glaube ich, nicht schneller fahren. Mit, also im Fernverkehr. Und im Reiseverkehr ist ja sowieso alles nur bis 160 km/h, aber im Fernverkehr ist ja nochmal schneller. Da ist auch 200, 220, 250. Vielleicht sogar auch noch mehr. 280 vielleicht noch irgendwie so. Ja. Wenn da dann die LZB ausfällt oder nicht funktioniert, dann ja, darf man dann glaube ich auch nur 160 fahren. Ja. Aber alles andere darüber hinaus ist es ja so, dass man dann nicht rechtzeitig bremsen kann, wenn man eben halt diese Vorsignale sieht. Oder irgendwie so. Also rein theoretisch ist das logisch. Aber wahrscheinlich jetzt mal wieder zu kompliziert erzählt. So. Ja, zum Großen und Ganzen, wie gesagt, ich kenne die Strecke ja schon, ist eine sehr schöne Strecke. Macht sehr viel Spaß. Habe allerdings jetzt auch nur eine Fahrt auf der Strecke gemacht. Das war jetzt mit Regionalbahn. Mit Regional 112er gefahren, mit den Dostos, die wir ja auch schon gesehen haben. Bin ich hier gefahren als RB, als Regionalbahn. Und überall. Die Milchkanne gehalten, ist schon schön. Also Freiburg-Basel, die Strecke gibt es jetzt auch schon seit ein paar Jahren auf den TS Classic Markt. Aber es ist eine sehr schöne Strecke. Schön Zickzack-Überleitung, Natur schön. Ist nicht nur 2D, sondern auch 3D, die Bäume, die Büsche und so. Ist schon schön. Schotterbett sieht auch nicht schlecht aus. Ist gelungen. Aber kostet halt auch 29,99 €. Könnt ihr aber auch über Steam kaufen, bei Airsoft im Shop könnt ihr euch die Strecke auch kaufen. Mit 3D-Zug glaube ich auch. Und ja, Racing und so weiter und so fort. Genau. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung drin. Aber ich werde euch den Link der Steam-Version einpacken, weil bei Steam ist es immer einfacher zu kaufen. Gekauft und das Spiel aktualisiert sich gleich von selbst und dann könnt ihr sofort spielen. Bei 3D-Zug ist es dann ein bisschen komplizierter über andere Wege. Ich habe mir damals über 3D-Zug geholt und das war schon irgendwie kompliziert mit der, also mit dem Download irgendwie und mit der Installation. Das war irgendwie, keine Ahnung, war ganz komisch. I have another plan. So, kommen wir jetzt mal runter auf 120, aber wahrscheinlich hier so eine scharfe Kurve haben, weil wir danach wieder auf 160 beschleunigen dürfen. So. Okay. Das funktioniert, läuft ja alles. Sehr schön. Sehr schön. Ja, endlich in der Kurve. So. Gleich auf 60 beschleunigen, also so schön ist, dazu, dass die Strecke schon relativ alt ist, dass ja auch Hektometertafeln mit dabei sind, das finde ich immer wieder ja, gelungen, dass man dann eben halt dann auch mit einem Buchfahrplan zum Beispiel fahren kann. Man kann sich ja die Dinger auch aus dem Internet rausziehen, mache ich jetzt persönlich nicht, wäre aber mal ganz cool, so viel Livestream oder irgendwie so, ne? Wie gesagt, man kann die Dinger sehr anziehen, sie aus dem Internet rausziehen und dann kann man auch mit Buchfahrplan fahren. So ist es in Realität. Man hat ja nicht so eine schöne Anzeige, aber man kann den Buchfahrplan. Und dann muss man eben die Kilometertafel beachten. Und auf dem Buchfahrplan steht dann bei Kilometer 229,2 ist Geschwindigkeitsangekündigung für 140 oder irgendwie so. Jetzt als Beispiel. Ja. Genau. Aber um halt auf in Deutschland Lokführer zu sein, braucht man eben halt natürlich eine Ausbildung zum Lokführer. Für den Fernverkehr braucht man Weiterbildung, weil ich glaube, es gibt so eine Ausbildung im Regional, also im Nahverkehr und im Güterverkehr. Der Nahverkehr ist ja Regionalbahn. Ja, also alles, was auf 160 und für alles, was über 160, sprich mit der LZB, oder mit der LZB, jetzt
lassen wir jetzt mal weg, sondern einfach alles, was über 160 ist, seht ihr dann als Anzug, glaube ich. Und da braucht man dann eine Zusatzausbildung. Glaube ich. Genau, und dann hat man dann eben auch seine Baureihenschulungen eben halt, ne? Weil jede Baureihe ist ja anders aufgebaut. Jede Baureihe hat anderes Brems, also hat eine andere Bremsempfindlichkeit, verschiedene Systeme, ne? Wie gesagt, also der ICE kann jetzt ja nicht mithalten, aber die neuen ICE 1 überarbeitete Cockpits, wie zum Beispiel von 3D-Zug, die haben ja ganz andere Systeme und einen drum und dran, da hat man dann auch Weiterbildungen und so weiter und so fort. Dann hat man Streckenschulung halt, ne, dass man die Strecke eben halt kennenlernt. Ne. Weil das muss ja alles laufen, man muss schon wissen, wo was steht und einen drum und dran. Es war immer krass, ne, wenn man so redet, aber ist, glaube ich, eine Realität. Eigentlich ganz einfach. Weil man lernt das, man sieht die Strecke jeden Tag. Ne. Das ist wie ein Busfahrer, wenn er seine Tour fährt seit Jahren. Ne. Man kann ja die Strecke im Schlaf. Das ist nichts anderes. Oder jeden Tag eben halt denselben Weg zur Arbeit. Egal ob mit Auto oder zu Fuß oder mit Fahrrad. Irgendwann kennst du den Weg auch im Schlaf. Wie gesagt, hört sich immer alles so krass an, aber ich glaube, ist das halt, also ich vermute mal, es ist gar nicht so extrem krass. So. Ja, ihr könnt natürlich auch sehr gerne unter diesem Video in die Kommentare mal schreiben, auf welcher Strecke wir als nächstes in Schönsoda unterwegs sein sollen. Und dann kann ich euch dann den Wunsch eventuell erfüllen. Und ja, genau. Also wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, dann unten gerne rein in die Kommentare. Und dann gehe ich auch drauf ein, wenn ich die Strecke habe. Ja. So. Sehr schöne Bahnhöfe, muss ich sagen, sind hier. Hier ist auch wieder ein Regionalbahn. Den holen wir noch. Der wird dann wahrscheinlich gleich ein Konzert fahren. Weil der Fernverkehr hat Vorrang. Weil der hält ja nicht an dem Bahnhof. Wie gesagt, wir fahren ja von Freiburg bis nach Basel. Basischer Bahnhof fahren wir ja durch. Und die Regionalbahn, weil die Regionalbahn, die wir jetzt in Deutschland erst haben, hält ja jetzt an die Milchkanne. Und dann müssen wir ja auch immer dauerhaft abbremsen, stehen bleiben und so weiter und so fort. Deswegen haben wir voran. Aber ist ja, glaube ich, jetzt auch anders. Irgendwie gibt es ja was ganz Neues jetzt. Aber so zum Beispiel die Güterzüge, die jetzt zum Beispiel wie Gas, Öl und sowas transportieren, so die haben mittlerweile auch Hitze Vorrang. In der Krise hier, die wir in Deutschland haben, ja. Mit Gas und Strom, was wahrscheinlich auch bald dazu kommen wird. Und naja. Und so ist es. So ist es. Aber wir jetzt nicht weiter hier noch reingehen. So. Hochschule Landschaft, ne? Von Walde zu Tal. Und jetzt haben wir auch so ein bisschen, ein bisschen Talregion, so ein bisschen, würde ich mal sagen. Also auf der linken Seite, auf der rechten Seite sieht es mir eher flach aus. Aber dann bin ich so ein bisschen wie an Norden. Und schön viele Felder. Keine Bäume, sondern nur Felder hier. Das muss ja auch sein. Und man merkt, die Karte, die lädt irgendwie immer noch. Das ist Freiburg-Basel, da müsst ihr auch wirklich darauf achten, die waren nicht mit Ankündigung für 100. Ja, man weiß, wechsel hier, wunderbar. Super. Die war ja nicht mit Ankündigung für 100. Frag ich doch rein. Ja, gut. Minus 3300 Punkte, das läuft. Alles klar, na klar. Sicherlich. Das habe ich gerade ein bisschen gewundert. Ich sehe jetzt so die Minuspunkte hier. Und jetzt sind wir auf 250 beschleunigen, jetzt sind wir auf Fernbahn. Ach stimmt, es gibt ja hier auf der Strecke eine Fernzugtrasse und eine Regionalbahntrasse. Wir sind ja sonst immer nur die Regionalbahntrasse gefahren und wir werden jetzt in die
Anzugtrasse fahren. Dürften eigentlich nur 160 fahren, aber wir werden es trotzdem beschleunigen, soweit wir überkommen, aber haben sie nicht mehr weit. Es sind ja nur noch 21 Kilometer, die wir haben. Das hat mich gerade echt ein bisschen verwundert. Naja, 6556 Minuspunkte. Das läuft doch. Das läuft doch. Das läuft. So. Okay. Kann ich nur hoffen, dass jetzt für uns alles grün bleibt, dass wir hier lang schießen können. So, wir müssen jetzt auf den Tunnel rein. Gut, den Abschnitt kann ich jetzt nicht, sonst bin ich jetzt da abgebogen immer mit der Regionalbahn. Ich bin jetzt hier in den Basel-Tunnel rein oder irgendwie so, keine Ahnung. Na, sieht ziemlich interessant aus. Sehr schön. Auch schon mit Beleuchtung und allem immer dran. Sieht schon nicht schlecht aus. Mal gucken, ob wir noch, wie weit wir noch kommen mit der Geschwindigkeit. Bin ich ja mal gespannt. So. So ist es, so ist es, so ist es. Ist doch irgendwie auch viel zu früh. Keine Ahnung. Wir halten das mal. Wir gucken mal. Aber schon lange Tunnel. Erstaunlich. Na ja, gut. So ist es. So ist es. So, jetzt wollen wir auch gleich. Auch gut. Bin gespannt. Ob wir die 250 noch schaffen. Das ist halt eine alte Dame, ne? Die hat zwar Power am Arsch, aber die hat auch Gewicht. Schwierig. Wie viel PS jetzt die Motoren haben jetzt hier, kann ich euch jetzt nicht sagen, aber wird schon ordentlich was sein. Auf alle Fälle. Ja, schon wieder teuer, ja. Schon lange Zahlen. Ja, ordentlich Licht. Na, nein. Na, sind ja gar keine Signale hier. Nicht so aus, ne? Signalisierung, Beschilderung, keine Ahnung. Aber jetzt geht es bergunter, jetzt könnte man noch 250 kommen. Das könnten wir schaffen. Aber schon geil. Schon echt cool. Wenn wir hier mal auf der 9er Ansicht gucken, kann ich euch aber die ganze Strecke zeigen. Ja, wir starten jetzt bei hier in Freiburg, Hauptbahnhof. Und sind jetzt hier die ganze Zeit lang gefahren und fahren jetzt hier den Abschnitt, den Schnellfahrabschnitt. Und hier ist dann der Regionalbahnabschnitt, der hier noch ein paar, ja, nicht kann hält. Genau. So, frische Kasse. Wollen wir machen. Jetzt hätten wir es ja gerade aus. Also schon bis seine Tunnelröhre und nehmen wir uns das an in der Tunnelröhre. Aber es ist natürlich wieder was aus dem Tunnel. Ah, mittlerweile ist jetzt schon 229 km/h. Vielleicht. Vielleicht noch alles betonierte Strecke jetzt hier. Geht aber jetzt auch wieder zu schwellen. Ja. So, ich werde die Geschwindigkeit aber abnehmen, weil ich muss ausfallen jetzt. Die Ankunft ist ja 34. Das muss ein bisschen ausfallen. In Ordnung. Sehr gut, aber ein Highlight gewesen hier mit dem Tunnel. Abschnitt. Ich halt MTED persönlich selbst auch noch nie gefahren. Mal 160, kann man schon langsam bremsen. Da kommt auch die Dreibahnlinie wieder dazu. So, wir sind jetzt mittlerweile auch schon in einem anderen Land. Basel, wo ist denn Basel? Ich fahre das Land nur 100 oder 160? Nur 160. Ich bin echt ganz sicher. Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Basel. Badischer Bahnhof auf Gleis 3, der Anstieg in Fahrtrichtung rechts. Dieser ICE verkehrt weiter nach Basel SBB. Ihre nächsten Verbindungen ab Basel Badischer Bahnhof, nach Rheinfelden,
Bad Säckingen, Waldshut, Schaffhausen und Singen. Um 15.42 am Gleis 5 die Regionalbahn nach Grenzach, Wielen, Herten und Lauchringen. Um 15.47 am Gleis 6 und die S6 nach Riechen, Lörrach, Zell im Wiesental. Um 15.47 Abfahrt ab Gleis 8. Chers voyageurs, dans quelques instants, nous arrivons à Bâle-Badischer Bahnhof sur le Voie 3, pour descendre à droite dans le sens de la marche. Ce train repartira à destination de Bâle-CFF. Ladies and gentlemen, in a few moments we will arrive at Bâle-Badischer Bahnhof on platform 3. Exit doors will open on the right-hand side when you're facing the direction of travel. This train continues to Basel as we leave. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr die Ansagen jetzt gehört haben, die waren jetzt irgendwie ganz schön leise, fand ich. Da hat er gerade meine Klappe gehalten. Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir mittlerweile schon minus 8200 Punkte. Ja, und doch genannt. Aber naja, gut. So ist es. So ist es. So, das muss ja alles entspannt ausrollen hier. Aber gegen Zeitdruck hier, ganz entspannt. Jetzt haben wir Wasserturm hier. Aber Singen, da waren wir ja auch letztens erst im Livestream auf der Strecke Konstanz-Willingen. Konstanz-Hausach, oder wie die Strecke heißt. Was ist das denn? Ist das nicht Schwarzwald? Ist doch hier irgendwie in der Nähe im Schwarzwald. Ach, ich weiß es nicht. Ich muss danach mal googeln. Sonst lässt es mir keine Ruhe. Schlechte Fahrbereitung hier von mir. Schlechte Fahrbereitung. So. Achso, Mitgliederwert auch noch die Baureihe 189 auf der Strecke. So. Und jetzt hier auch mal durch irgendeinen Bahnhof hier. Was mit Basel wahrscheinlich. So. Auf der rechten Seite nochmal so Container-Umschlagsterminal für die Beladung und Entladung für Güterzüge mit Containern. Grün, gelb. Das heißt, auch nichts Gutes. Und wenn ich warten darf, ist dann keine Ankündigung. Doch, ist 20. Okay, da muss man Q kurz drücken. Also am nächsten Signal 20. Alles klar. Na ja, gut. Bremsen wir mal so weit runter. So langsam. Ich hatte nur eine Zahl 2-0. Also da stand nur eine 2. Ach, wer weiß. Keine Ahnung. Ging da schon irgendwie hin. So. Wird schon klappen. So, und da schon weiter runter. Ja, auch sehr schön hier der Abschnitt hier. So gut. Ist auch wenn es so eckig aussieht, aber ich finde es sieht schon echt gut aus. Steht eine 2. Hab hier auch noch nicht. Vielleicht auf dem nächsten Signal. Keine Ahnung. Interessant, interessant. Das wird hier gleich noch ein perfekter Moment, um hier einen Tank zu machen. Sehr gut sieht das hier aus. Ach, ich drücke hier mal die falsche Taste, Mensch. So. Ach, guck mal hier oben. Mit dem Prellbock hier. Schön mit der Erhöhung und so. Ah, sieht gut aus. So. Frag mich, auf welchem Signal hier 20 sind. Den hier vielleicht. In dem weichen Bereich. Ja, eher keine Ahnung. Halten auch gleich 3.
muss sie, glaube ich, hier vorne sein oder irgendwo. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Egal, wir rollen ja trotzdem weiterhin rein. Da vorne ist ja sowieso halbzeitiges Signal. Also, das heißt, würden wir dann sowieso bald in den 500er reinkommen. Für was Herz geht, da dürfte er sowieso nur mit VMAX 25 fahren. Also wird länger. Ist halt egal. Schleuch mal hier mal lang hier. Ist auch in Ordnung. So, Gleis 3B halten wir. Ist das hier unterteilt in Abschnitt A und B? Ha. Wahrscheinlich ist es dann B, der hintere Teil oder irgendwie so. Könnte ich mir vorstellen. Mal gucken. I have another plan. Übrigens, eine Innenansicht gibt es auch. Sieht sogar ganz realistisch aus. Erster Klassenbereich. Kann man sich nicht klagen, nicht beschweren. So. Ja, rollen wir mal hier im Bauch rein, ja. Und danach werde ich mir jetzt mal einen Plagg essen machen. Ich will mir heute einen schönen Erbseneintopf mit Sauerkraut kochen. Richtig Appetit auf Erbseneintopf mit Sauerkraut. So. Achso, übrigens, das Video nehme ich am 11.09. auf, ne, für die Leute, die es wissen möchten. Genau. So, Schleier 20. Also das mit der Ankündigung da mit der 20 da, das war ja irgendwie auch für drei Fall, ja. Aber naja. Egal. Geplanter kommt es sowieso 34. 36 ist Abfahrt und der Kollege wird ihn dann wird den Zug ja dann auch nach Basel SBB weiterfahren. Bis gleich über den Abschnitt nach Basel SBB gibt es gar nicht. Oder. Ne, gibt es nicht. Nur Basel, Baselscher Bahnhof. So. Cool, haben wir rein. Fahrgäste werden uns wahrscheinlich alle hassen. Aber das ist mir geil. Welches Hauptsignal ist für uns? Das hier. Ja, gut. Das hier so? Eigentlich, ja, ist auch ein Signal, aber wir fahren bis nach da vorne. So. Genau. So, da halten wir in der Mitte. Ja, der Bremshorn war ganz geil. Wir hören mal gut zu. Oh, das war das Quietschen, das war sehr schön. So, machen die Türen auf. Und jetzt mal ganz kurz checken hier, ob wir hier gut stehen. Sieht ja sehr interessant aus hier. Naja. Naja, okay, sag mal eine Stadt. So, gut, die Türen gehen hier überall auf. Das, also hier vorne zumindest schon mal, das ist sehr gut. So, hinten sieht es auch fantastisch aus. Ah, die stehen gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jo, in Basel, Badischer Bahnhof, angekommen. Heute mal hier nicht abgestellt, interessant. Hier steht so ein RE. Wird uns wahrscheinlich hier noch gleich entgegenkommen. Ja, und damit würde ich sagen, würde ich die Fahrt hiermit beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ganz gerne ja, Däumchen nach oben da lassen, wenn ihr möchtet. Gerne Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Kommen wir mal einen Güterzug vorbei. Gut gemacht, wir haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Sehr gut, dann kann man es auch sehr gleich beenden. Und ja, damit bin ich raus, Freunde. Euer Schulz von den Jenkos. Wünsche euch eine sehr gute Fahrt und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.